Dann machen wir das. Das Notsignal senden. Jetzt wollen wir wieder da ganz hoch. Aber diesmal haben wir die Kletteraxt. Das heißt, es könnte interessant werden. So. Genau. Wo kann man denn klettern müssen hier? Boah, das ging aber wirklich schnell. Da sind wir jetzt schon wieder fast oben hier. So. Und hier müssen wir nicht hochklettern, weil das ist ein bisschen übertrieben. Hier können wir aber hochklettern. Und Sprung. So, seht ihr diese, Markierung da? Diese Markierungen sind eigentlich ganz gut, denn diese markieren dementsprechend die Eingänge eines Grabes. Und es ist tatsächlich ein geheimes Grab in der Nähe und das werden wir uns jetzt erstmal anschauen. Ich jetzt hier nicht den Wasserfall runter, sondern hier durch. Man genau hingucken. Viele übersehen das Grab bestimmt auch. Wieder haufenweise Skelette hier drin. Leichen, Skelette. Ich glaube, vorher wären wir hier gar nicht weitergekommen, weil wir hier die Kletteraxt benötigen. Richtig, Licht ist immer wichtig hier. Mal sehen, was uns diesmal erwartet in diesem Grab. Auf alle Fälle wieder Bärmungsgut und Erfahrungspunkte. Wenn wir es erfolgreich meistern, das dürfte eigentlich keine Schwierigkeit sein. So, was haben wir hier? Drüben ist noch ein Lager. Wir könnten jetzt vielleicht auch was aufwerfen. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Tja, Fragen über Fragen, ne? So, wir könnten jetzt hier ein bisschen was aufwerten oder den Fähigkeitenpunkt verwenden. So, ich würde jetzt tatsächlich mal auf Jäger-Upgrades gehen und zwar Munitionskapazität. So, 3 von 10 Laras Tagebüchern. Gut, dann können wir jetzt hier weitergehen. Und haben das Grab der Unwürdigen. Vergoldete Figuren, Diener der Sonnenkönigin. Opfer, Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Ja, es wurde vielleicht wieder schön geredet. So, hier. Das können wir runter machen. Und da oben sind solche, ich nenne es mal Leichensäcke, die man bestimmt anzünden kann. Und da drüben ist tatsächlich so ein Fackelteil. Ja. Das ist viel zu schwer. Okay, also so kommen wir nicht rüber. Kommen wir auch nicht rüber. Also müssen wir schnell sein. So. Machen wir mal die Fackel an hier. Und dann werden wir jetzt hier mal diese Leichensäcke verbrennen. Mal sehen, was passiert.
Weil die wiegen ja auch ein bisschen was, ne? Da geht es nämlich jetzt nach oben. Und da kommen wir jetzt aber nicht hoch. Ah, und dafür ist das Teil hier. Da geht das nämlich hoch. Und es geht zwar dann langsam, glaube ich, runter. Aber wir haben genug Zeit, um hier dagegen zu springen. Sehr gut. So, und tatsächlich brauchst du schon. Also, es sind halt sehr minimale Rätsel, muss ich sagen. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Wie gesagt, die Gräber hier in diesem Spiel sind noch sehr, sehr simpel gehalten. So, oh, 1250 Erfahrungspunkte dafür bekommen, ne? Für das einfache Rätsel. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, in diesem Teil sind die Rätsel, beziehungsweise die Gräber, sage ich jetzt mal, noch sehr simpel gehalten. Ab dem nächsten Teil werden die Gräber ein bisschen spannender. Also auch anspruchsvoller. Wir haben anscheinend, also die Entwickler haben dann anscheinend Kritik gelesen vielleicht. Ja, die Gräber waren ein Witz, macht die dann mal ein bisschen schwerer, und das haben die dann auch gemacht. Damit werden wir uns natürlich früher oder später natürlich auch noch beschäftigen in Ruhe. Ich hebe jetzt erstmal den Fähigkeitenpunkt auf, weil ich brauche jetzt hier nicht unbedingt jetzt zwingend ein da sagt schon ein Fähigkeitenpunkt verbauen. So, was haben wir hier? Salvenmodus. Erweitertes Magazin. Brauchen wir eigentlich auch noch nicht. Belüfteter Schlitten. Eine Rückstoß. Kompensierung. Die Präzision und den Schaden erhöht. Das wäre doch ganz gut. Und hier Rücklaufbremse. Zieh ans Ziel und erhöht damit den Schaden. Schnellfeuermodus. Nee, also mehr brauchen wir erstmal nicht. Gut, da haben wir das Grab gelöst, Leute. Optimal, würde ich sagen. Optimal. Moment, wartet mal. Ich sehe nichts. Hier unten an. So. Das Grab der Unwürdigen. Es gibt immer noch tatsächlich einige Leute, also einige, die Tomb Raider, also auch so diese Reboot-Reihe, obwohl die schon lange draußen ist, immer noch ab und zu spielen. Also wie ich zum Beispiel. Manchmal hat man einfach Lust mal das zu spielen und dann spielt man es einfach mal. Nutzt die Gelegenheit und spielt kein Let's Play draus. Also mach gleich noch ein Let's Play draus. So, ging's hier lang? Nee, kommen wir nicht weiter. Gehen wir mal über die Brücke hier. Ah, hier. Okay. Da oben ist was. Immer. Oh, warte mal, müssen wir Anlauf nehmen. Und. Nein! Lara, was machst denn du? Lara! Lara, was machst denn du? Gott sei Dank ist sie nicht gestorben. In den älteren Teilen wäre sie jetzt gestorben.
Wisst ihr, wie ich mich freue, dass die alten Teile wirklich tatsächlich für die PS5 kommen? Wenn ihr das erfahren habt, da war ich wirklich happy. Also, das hat mich echt gefreut. Wir sind nicht allein. Okay. Oh, mach dich weg. So. Mal, ich nehme die erstmal mit hier. Also beziehungsweise nehme ich die erstmal aus. Also die Typen sind anscheinend auch irgendwie am Funkturm unterwegs. Natürlich jetzt nicht so toll, ne? Denn wir müssen ja zum Funkturm. Wir haben auch irgendwas gehört von einem Bunker. So, hier ist ein Buch. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Man weiß halt nicht. Sie ist nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Ja, der Botschafter hat ein Geheimnis gelüftet, das mit der Sonnenkönigin zu tun hat. Es scheint, als hätte sie eine Art übernatürliche Macht über ihr Volk. Ja, man weiß halt nicht, ob sie wirklich so grausam war, wie sie dargestellt wurde, oder ob sie vielleicht tatsächlich doch auch irgendwas Gutes hatte. Weiß man halt nicht, ne? Aus dem Spiel haben wir bisher da nicht so viel erfahren. Beziehungsweise in Spielen werden ja Personen meistens auch anders dargestellt, als sie eigentlich sind. Genau. Deswegen weiß ich nicht, da müsste ich mich vielleicht selber auch nochmal belesen. Jetzt geht es erstmal hier hoch. Seht ihr? Hier ist nämlich wieder so eine Buddha-Statue. Wir anzünden können. Da drüben ist Feuer. Können wir natürlich gleich mal nutzen, weil hier ist auch Bergungsgut und es ist ein Sturm. Regen, Wind. Natürlich nicht so toll, ne? Dass es hier so windig ist. Das Gelenk kann man auch gerne damit anzünden. So. Okay, da drüben geht es ohne lang, aber da ist noch nichts, ne? Kommt mal, wir gehen mal darüber. Mal gucken. Ne, hier kommen wir noch nicht weiter. Hier ist noch alles zu. Da fehlt uns auch wieder ein Ausrüstungsteil. So, müssen wir hier hochklettern. Versuchen uns hier rüber zu kommen. Und es bricht zusammen.
Oh, kann auch ganz schön weit springen. Lara, bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Okay, also die anderen verfolgen Sams Spur und wir müssen zum Funkturm. Das muss alles nicht sein! Ja, warum denn? Ihr greift doch mich an. Die greifen doch Lara an. Also müssen die auch damit rechnen, dass wir uns irgendwie verteidigen. So, wartet mal, das Bergungsgut will ich schon haben. So. Zünden wir das Ding mal an. Hier. So, wo sind die Typen? Da ist einer. Noch ein paar Pfeile. Gut. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist.
Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4. Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf. So, ein wenig Motivation. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. So, ich werde jetzt wieder mal eine Aufnahmepause machen. Oh. Einiges geschafft. Wenn euch die Folgen oder Tomb Raider generell so ein bisschen gefällt, gerne einen Daumen da lassen, Abo da lassen, schadet nicht. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.